Leute, das zweite Video für diesen Sonntag. Heute geht es um Ranked-Änderungen. Richtig geniale Ranked-Änderungen, wenn das Gerücht denn stimmt. Denn ein bekannter Data-Miner hat sich heute zu Wort gemeldet auf Twitter, Ex von mir aus, und hat uns in Hoffnung gestellt, dass wir richtig geile Ranked-Änderungen bekommen. Das sind Ranked-Änderungen, die wir schon mal hatten. Es kann sein, dass wir wahrscheinlich wirklich einen Reset auf eine bestimmte Season-Stufe bekommen. Ich sage euch gleich, welche Season-Stufe das sein soll. Ganz wichtig, wer aber das Video von heute noch nicht gesehen hat, das ist das Thumbnail dazu. Schaut einfach vorbei, XXL Season 20 News. Da erzähle ich so ein bisschen über alles, was in Season 20 kommen soll. So ein bisschen ist gut. Geht ein bisschen länger das Video. Und am Dienstag kommt folgendes Video raus, denn ich werde da gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen, weil die Ranked-Änderungen, die waren mir so jetzt nicht bewusst. Die Information kam heute erst. Am Dienstag rede ich so ein bisschen Real Talk, was in Season 20 passieren muss, dass die liefern müssen, Ranked-Änderungen und so weiter und so fort. Denn die Ranked-Änderungen sollen wie folgt sein. Es ist ein Gerücht, ganz wichtig, aber eine sehr zuverlässige Quelle behauptet heute, dass wohl ein Reset passieren soll, sodass wir das Ranked-System von Season 12 oder Season 13 zurückbekommen. Vielleicht eine Mischung aus beidem oder eine Mischung aus allem, was wir aktuell haben. Und das ist eine extrem positive Nachricht. Kann sein, dass das so passiert, muss nicht so sein. Ein wichtiger Hinweis, bevor Season 19 startete, ich hatte ja Early Access zu dieser ganzen Geschichte und dort wurde nochmal über die Ranked-Änderungen gesprochen und da wurde auch gesagt, dass sie an aktuellen Ranked-Änderungen von Season 18, jetzt Season 19, festhalten und nicht vorhaben, einen Reset zu machen. Aber, und das ist jetzt mein ganz fettes Aber, mittlerweile glaube ich ganz fest daran, dass die Information zu EA, zu Respawn endlich in dieses Management, wo nur Praktikanten scheinbar arbeiten, meiner Meinung nach, und darüber rede ich in diesem Video ganz ausgiebig. Deswegen freut euch auf das Dienstagsvideo. Aber mittlerweile sollte den Leuten bewusst sein, dass mit dem Ranked-System Apex Pro Season gemessen wird und damit steht oder fällt das ganze Kartenhaus. Ist Ranked Kacke, ist Apex Kacke, dann liefert das Spiel nicht. Klar, es gibt eine Menge Casual Gamer, die spielen nur Publics, die interessiert Ranked nicht, aber eine breite Masse und es sind die Hardcore Gamer, die einfach Competition wollen und wenn Ranked nicht funktioniert, dann funktioniert das Spiel nicht und dann hauen die ganzen Leute wieder ab. Und das ist genau das, was ich auch in diesem Video ganz ausgiebig breit trete. Und ich glaube, es bringt uns einfach nichts, wenn wir in Season 20 dann eine neue Map bekommen, was erstmal einen gewissen Hype auslöst und dann aber nach einer Woche wieder festgestellt wird. Und es wird nicht mal eine Woche dauern. Wenn Ranked Kacke ist, die Änderungen Kacke sind, alles so bleibt, wie es jetzt ist, wird auch eine neue Battle Royale Map den Hype nicht lange aufrechterhalten. Also muss was passieren und vielleicht ist Respawn aufgewacht und stellt jetzt fest, okay, die neuen Ranked-Änderungen in Season 19, die kamen allesamt auch nicht so gut an. Es wird von Season zu Season immer schlimmer. Jetzt müssen wir was machen. Vielleicht sollten wir doch einen kleinen Reset machen. Ich bin überzeugt, die Prüfungen zum Beispiel zwischen den höheren Rängen, also wenn du von Platin auf Dia oder von Bronze auf Silber und so weiter und so fort, diese Prüfungen, ich könnte mir vorstellen, die werden bleiben. Die kamen nicht bei vielen gut an. Das weiß ich. Ich finde die an sich nicht schlecht, aber ich bin überzeugt, da muss justiert werden. Und genau das wird mit Sicherheit passieren. Ich glaube nicht, dass die das komplette System über den Haufen werfen. Aber bitte, bitte nehmt dieses bekloppte Hidden MMR raus. Seitdem die das implementiert haben, ist Ranked noch schlimmer als je zuvor. Season 12, Season 13 wäre richtig geil. Ich kann euch jetzt leider nicht in Worten sagen, wie genau Ranked in Season 13 und in Season 12 funktionierte, aber ich bin mir sehr, sehr sicher oder ich habe die Worte von vielen von euch noch im Ohr. Season 12, Season 13 war gut. Viele sagen auch so zwischen Season 5 und Season 7 war Ranked extrem geil, aber das ist ein extrem krasser Schritt zurück. Dazwischen ist einfach zu viel passiert in diesen ganzen Jahren. Deswegen bin ich überzeugt, in Season 20 muss eine massive Änderung kommen. Und wenn es eine Änderung ist, die wir eigentlich schon mal hatten, wie eben einen Rückschritt. Lieber einen Rückschritt als einen Schritt nach vorne, der beschissen ist, dann lieber 20 Schritte zurück. Das ist meine Meinung. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich da die breite Masse mit erwische, mit der Meinung,
Manche feiern es so, wie es jetzt ist, keine Ahnung. Aber ich finde tatsächlich das aktuelle Ranked-System eine absolute Vollkatastrophe. Und es macht auf Dauer keinen Spaß. Gerade, und das ist nochmal der Punkt mit diesen einzelnen Zwischenprüfungen zwischen den höheren Rängen oder den einzelnen Aufstufungen. Wenn du mit Randoms spielst, ist das nicht gut. Ich habe gestern in dem Video so ein bisschen darüber gesprochen, oder heute, in dem heutigen Video war es hier die XXL Season 20 Information. Da habe ich darüber ein bisschen philosophiert, inklusive, und einer schreibt da, dann sehen halt die Leute da, wo sie hingehören, wenn sie da nicht wegkommen. Zu einem gewissen Punkt, ich weiß jetzt nicht, wer es war, gebe ich dir recht, wenn du das Video siehst, definitiv. Aber wenn du vorher Dia-Spieler warst, das gerade so erreicht, dass du dann vielleicht nicht mal auf Platin kommst, weil du vielleicht nur mit Randoms spielst, weil ich finde, mit den Prüfungen und Randoms ist es verdammt schwer und es nützt dir nichts, der beste Spieler zu sein. Das sind wir nun mal alle nicht. Dann ist es schwierig, diese Prüfungen zu schaffen. Selbst wenn du irgendwann das Gap erreicht hast, wo du 10 Versuche hast, weil du ständig scheiterst, selbst dann musst du halt in diesen 10 Runden einen Win schaffen. Alles machbar, keine Frage, aber wir wissen, wie die guten alten Randoms so sind und das ist eher Frust, weil machbar ist das alles. Wenn es ein Win ist, wenn du aber nur Randoms hast, ist das nur Frust, weil du dich sehr darauf verlassen musst. Egal, sei es drum, jetzt ziehe ich das Video nicht weiter in die Länge. Wünsche euch einen schönen Tag. Vergesst nicht das Video von heute, das Video von morgen und das Video für Dienstag. Vergesst sie nicht zu gucken, es wird sehr interessant. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag oder einen schönen Start in die neue Woche. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.